wird super spannend für euch, weil Tordis dabei ist. Sie war noch nie auf dem Wasser, kann auch überhaupt nicht Kitesurfen. Das bedeutet, dass ihr in diesem Video vermutlich auch so die ganz normalen Fehler sehen werdet, die jeder macht, wenn er seinen Kite-Kurs besucht. Und wir werden das versuchen, so zu filmen, dass sie auch einfach, wenn sie Fragen hat, kann sie die zwischendurch einfach stellen. Und wir würden jetzt einfach mal mit dem Kite-Kurs anfangen und uns zum Spot begeben. Bevor wir ins Wasser gehen, schauen wir uns einmal das Material an. Für euch als Zuschauer wäre das interessant, mal in die Videobeschreibung von diesem Video reinzuschauen. Weil dort findet ihr Links zu weiteren Videos, wo ich einfach diese Sachen, die wir hier einmal kurz anschneiden, total im Detail erkläre. Wir fangen jetzt einfach mal an mit den Sachen, die man an den Körper trägt. Was Tordis sich jetzt gleich anziehen wird, nennt sich Trapez. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei unterschiedlichen Trapezen. Diese sind Hüfttrapez und Sitztrapez. Beim Hüfttrapez, das zeige ich euch mal, trägt man das Trapez um die Hüfte. Wir können das hier vorne verschließen und mit einem Gurt so sichern, dass es nicht mehr aufgeht. Hier vorne haben wir einen sogenannten Trapezhaken. Das bedeutet halt, dass ihr ein Kite nicht mit den Händen festhaltet, sondern ihr werdet den Kite später hier an diesen Haken festhängen und könnt somit den Kite mit zwei Händen ganz leicht steuern. Tordis hingegen wird jetzt bei diesem Kurs ein ganz besonderes Trapez tragen, und zwar ist es ein Sitztrapez. Das Besondere bei diesem Sitztrapez ist, dass sie mit den Beinen durch diese Schlaufen einmal durchsteigen muss. Diese Schlaufen sind dazu da, dass das Trapez, wenn wir diese Grundübung jetzt gleich machen werden, also halt die Flugschule mit dem Kite, es ist halt so, dass wir den Kite sehr oft über uns haben. Bei diesem Trapez ist es halt so, dass das Trapez hochzieht und nach 2-3 Stunden dann auch tatsächlich auch in der Schulung unangenehm werden könnte. Das vermeiden wir halt mit diesem Sitztrapez. Das nächste, was wir uns anschauen, ist die Safety. Ihr könnt hier sehen, vielleicht kannst du das mal kurz festhalten, wir haben hier so eine ganz lange Leine dran. Wie diese funktioniert, werde ich euch gleich im Wasser noch mal näher erklären. Nur mal kurz vorab, das Bauteil hier nennt sich Leash und ist die letzte Verbindung zu eurem Kite, wenn ihr das Sicherheitssystem betätigt. Das nächste, worauf viele Leute total heiß sind, ist das Kiteboard. Das Kiteboard haben wir hier einfach mal mitgebracht. Tatsächlich ist es so, dass wenn ihr einen Kitesurfkurs besucht, dass ihr am ersten Tag wahrscheinlich gar nicht zum Üben mit dem Kiteboard kommt, weil man sehr viel Zeit investiert, um erstmal zu lernen, wie man den Kite steuert. Zur Kitesteuerung gibt es eine sogenannte Bar. Im Prinzip ist es die Lenkstange. Und die Bar, an der Bar befinden sich auch die Line, die wir später mit dem Kite verbinden. Die Bar hat auch nochmal einen besonderen Sicherheitsmechanismus. Das werden wir aber gleich im nächsten Schritt nochmal erklären, weil das dann leichter ist nachzuvollziehen. Das letzte große Bauteil ist der Kite, den wir hier vorne liegen haben. Wenn wir den Kite jetzt gleich aufbauen, müssen wir schon mal vorab wissen, von wo der Wind kommt. Und das werden wir jetzt einfach mal bestimmen. Wenn du am Strand stehst, woher weißt du, aus welcher Richtung der Wind kommt? Woher ich das weiß? Ja. Hält man nicht den Finger irgendwie so? Es gibt tatsächlich mehrere Methoden und man könnte auch den Finger anlutschen und ihn in die Luft halten. Würde tatsächlich funktionieren, aber ist halt recht ungenau. Es gibt auch die Möglichkeit, funktioniert nur, wenn ihr an einem Sandstrand seid, dass ihr einfach Sand in die Hand nimmt oder einfach das mal aus der Hand fallen lasst und schaut, wohin der Wind hinfliegt. Es gibt aber auch andere optische Möglichkeiten, und zwar könnt ihr euch mal umschauen, ob wir hier irgendwo Flaggen sehen. Leider sehen wir keine Flaggen hier, weil wir hier einfach echt so ziemlich alleine sind. Ist aber nicht schlimm. Ich finde für mich persönlich die beste Methode, um rauszufinden, von wo exakt der Wind kommt, ist es, sich umzudrehen, und ihr dreht euch. Und irgendwann werdet ihr feststellen, dass der Ton, also das Rauschen vom Wind auf beiden Ohren gleich laut ist. Und dann wisst ihr ganz genau, wo der Wind herkommt. Diese Information ist wichtig, wenn wir jetzt gleich den Kite aufbauen werden. Was wir jetzt, wenn wir uns mal drehen, Tordis, dreh du dich mal so lange, bis du glaubst, dass der Wind wirklich von hinten kommt. Ja, das ist ganz gut. Also, der Wind kommt aus dieser Richtung. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal zum Kite gemeinsam rüber. Mhm. Wir haben jetzt noch nicht so viel Wind, deswegen können wir den Kite tatsächlich hier auf dem Boden liegen lassen. Normalerweise packt man ihn aus dem Rucksack aus und hält ihn auch direkt fest, damit er halt nicht wegweht. Tordis, schau mal, wir wickeln den Kite jetzt mal ein kleines Stück so zur Seite auf. Das hier ist die Kitepumpe. An der Kitepumpe vorne dran befindet sich so eine kleine Leine mit so einem Haken dran. Diese brauchen wir, weil hier vorne am Kite so eine kleine Öse ist und wir können die Pumpe somit mit dem Kite verbinden. Wenn wir den Kite jetzt einmal hier aufdrehen,
das ist nur, weil er kalt neu ist, haben wir hier ein Ventil. Dieses Ventil öffnen wir, verbinden dann die Pumpe mit dem Kite und geben Tordis jetzt die Möglichkeit, richtig schön den Kite aufzupumpen. Tordis, du stellst dich jetzt mit den Füßen hier vorne drauf und hier oben haben wir eine Anzeige, die auch eingefärbt ist. Sie pumpt bis 8,5 Bar den Kite jetzt auf. Den Bar gesagt, meint aber PSI. Während Tordis jetzt gerade den Kite aufpumpt, sehen wir, dass der Kite sich von alleine entfaltet. Beim Aufpumpen hat der Wind sich jetzt ein bisschen gedreht, deswegen stehen wir jetzt ein bisschen anders. Na, Tordis, hättest du gedacht, dass es so viel Spaß macht? Ich glaub. Geil. Okay, wir stehen jetzt noch mit einem Fuß hier drauf, nehmen jetzt eine Hand wieder an den Kite dran und erst jetzt können wir das Ventil rausdrehen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir haben hier so ein Rückschlagventil, das bedeutet, ihr nehmt die Pumpe raus und der Kite verliert jetzt keine Luft. Vorsicht, jetzt lösen wir hier die Pumpe wieder vom Kite und haben den Kite jetzt nur noch mehr in den Händen. Wir verschließen das Ventil jetzt. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Detail, und zwar haben wir hier sogenannte Struts. Diese Struts geben dem Tuch mehr Stabilität und diese haben auch nochmal ein separates Ventil, was wir jetzt verschließen werden. Und zwar ist das ganz simpel. Wir haben hier so einen Verschlussmechanismus, das drücken wir einmal nur zu, so einfach nur mal raufdrücken und dann sind die Kammern auch geschlossen. Okay, jetzt haben wir den Kite in der Hand. Wichtig ist, wir haben den Wind ja bestimmt und der Wind kommt von hinten und ihr könnt sehen, dass wir uns gar keine Sorgen machen müssen mit dem Kite. Schaut mal, ich halte ihn jetzt einfach nur mit dem Finger hier fest und wir haben keinerlei Druck drauf. Das Ganze würde anders aussehen, wenn wir den Wind falsch bestimmen, weil dann zu viel Wind auf das Tuch drauf kommt und wir direkt Kräfte haben. Haben wir aber nicht, wenn wir den Kite so festhalten. Das ist wichtig auch zu wissen, wenn wir den Kite jetzt auf den Boden legen wollen und umdrehen wollen. Das machen wir folgendermaßen. Es spielt keine Rolle, ob wir den Kite jetzt nach links umdrehen oder nach rechts umdrehen. Wir gehen jetzt einfach mal nach links rüber. Dazu nehmen wir eine Hand hier unten hin, Dazu nehmen wir eine Hand hier hin, eine Hand hier und wir laufen jetzt nach links rüber und heben den Kite einmal so rüber, können ihn drehen und die ganze Zeit haben wir keinerlei Kräfte auf dem Kite. Jetzt ist es so, dass der Wind, der aus dieser Richtung rüberkommt, nicht auf das Tuch direkt kommt, sondern er weht von vorne auf den Kite drauf und drückt das Tuch und den Kite somit ein wenig auf den Boden. Wir können jetzt, je nachdem, wie viel Wind wir haben, Sand zum Beispiel auf das Tuch nochmal drauflegen und damit halt den Kite ein wenig beschweren. Oder wir könnten zum Beispiel auch das Kiteboard hier vorne vorlegen, um zu vermeiden, dass von unten Wind unter den Kite drunter kommt. So viel zum Kite-Aufbau. Das nächste, was wir machen werden, ist, wir schauen uns jetzt mal die Bar an und werden die Line von der Bar einmal auslegen und die Barline mit dem Kite verbinden. Also, ich nehme jetzt mal die Enden von der Line in die Hand. Und wir legen jetzt, das hier sind die Anknüpfstellen, um später den Kite mit der Bar zu verbinden. Wir legen die Line einfach hier hin. Kleiner Hinweis, ihr könnt zum Beispiel, damit die Line auch an dieser Stelle bleiben, einfach ein bisschen Sand drauf machen und könnt jetzt die Bar, welche in 8 aufgewickelt wurde, einfach hier runterlassen. Als kleiner Hinweis, es wird gleich in der Praxis nochmal mehr deutlich, wir werden die Bar jetzt falsch rum auf dem Boden hinlegen, damit die Bar richtig rum ist, wenn wir im Wasser sind, beziehungsweise wenn wir den Kite starten. Das hängt damit zusammen, dass der Kite jetzt quasi auf dem Rücken liegt. So, wir haben jetzt die Bar komplett abgewickelt. Im Wasser ist das hier die richtige Position. Wir merken uns, dass die gelbe Seite sowohl hier als auch hier links ist. Das ist allerdings, was die Farbe angeht, hier gelb, da weiß, ist bei jedem Hersteller anders geregelt. Grundsätzlich müsst ihr euch das einmal merken. Der Vorteil bei dieser Bar ist, dass wir hier auch einen Stopp-Schriftzug haben und wir wissen, dass das hier die falsche Seite ist. Was ich gerade eben meinte, wir legen die Bar jetzt bewusst falsch rum auf den Boden hin, weil der Kite jetzt auf dem Rücken liegt.
So, wir legen die Bar jetzt einmal hin. Jetzt müssen wir, dafür sorgen, dass die Leinen wirklich frei liegen. Dazu stellen wir uns genau hier in die Bar hinein. Wir greifen jetzt die Leinen und können diese jetzt so ablaufen und können so halt alle Leinen voneinander trennen. Hier sehen wir jetzt wieder gelb und schwarz. Das bedeutet, wir müssen die einmal drehen und können jetzt so bis zu dem Kite die Leinen einmal sauber ablaufen und wissen dann, dass jede Leine frei liegt. Am Kite angekommen und haben jetzt die Enden wir sind jetzt am Kite angekommen und haben jetzt, verdammt, wir sind jetzt am Kite angekommen und haben jetzt die Verbindungsstellen von der Bar. Wir sehen hier, wir haben zwei graue, zwei rote. Diese unterscheiden sich nochmal zwischen einer Leine mit nur einem Knoten dran und einer Leine mit so einer Schlaufe. Das ist wichtig und dient halt dazu, dass wir nicht die Leinen verwechseln, wenn wir diese jetzt gleich am Kite anknüpfen werden. Das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt einmal sortiert auf dem Boden und können jetzt den Kite mit der Bar verbinden. Welche Leinen wir jetzt als erstes wählen, ist egal. Ihr müsst für euch ein System finden, was ihr immer beibehaltet. Und ich mache das zum Beispiel so, ich knüpfe erstmal die linke Leine an und gehe dann von links einmal nach rechts rüber. Wie gesagt, ihr könnt auch rechts anfangen, ihr könnt auch erst die äußeren Leinen anknüpfen oder erst die inneren Leinen. Sucht für euch ein System, was euch einfach gefällt. Okay, Tordis, du kommst mal hier mit rüber. Du kannst jetzt einmal diese Leine hier nehmen und verbindest diese Leine jetzt mal mit dem Kite. Genau, einmal fest zuziehen. Okay, so, ist wirklich fest. Jetzt nimmst du die nächste Leine. Das war jetzt eine Steuerleine. Und jetzt haben wir in der Mitte gibt es zwei Leinen, welche zur Kraftübertragung dienen. Hier sehen wir jetzt, hier ist es jetzt andersrum als gerade eben. Bei dem einen hatten wir jetzt gerade eben die Schlaufe an der Leine und hier haben wir jetzt die Schlaufe am Kite und hier haben wir halt nur den Knoten. Und das ist das, was ich gerade eben meinte, dass man dadurch halt verhindert, dass man die falschen Leinen mit dem Kite verbindet. Hier sehen wir jetzt nochmal ein Detail, was man sich anschaut, bevor man die Leinen am Kite anknüpft. Und zwar gibt es ein sogenanntes Bridle-System. Also wir sehen hier solche Rollen, die haben wir sowohl an dieser Stelle als auch an dieser Stelle. Und wir müssen einmal überprüfen, ob die wirklich frei laufen, bevor wir halt die Leinen hier dran anknüpfen. Machst du gut. Siehst du, perfekt. So. Jetzt die letzte. Jetzt hast du den falschen Knoten gewählt. Du musst jetzt den gleichen Knoten wählen wie zuvor auch. Aus Sicherheitsgründen, um Fehler zu vermeiden, wird Tordis jetzt genauso wie ich das gerade eben gemacht habe, einmal die Bar mit mir zusammen ablaufen, aber jetzt wird sie die Leine in der Hand festhalten. Genau. So, so ist richtig. Okay. Und jetzt, genau so. Ja, und jetzt läufst du nach vorne los. So, warte, ich kann es jetzt drehen. Gelb ist auf der Seite. Genau. Und jetzt laufen wir weiter. Bis zum Kite einmal rüber. So. Wir sind jetzt am Kite angekommen und können jetzt erkennen, dass wirklich alle Leinen frei liegen. Jetzt, wo wir den Kite mit der Bar verbunden haben, gehen wir zurück zur Bar und werden uns das Sicherheitssystem anschauen. Aber bevor wir das machen, muss Tordis ihr Sitztrapez anziehen. Wir haben hier den sogenannten Chicken Loop und den Chicken Stick. Den Loop werden wir jetzt hier in den Trapezhaken reinhängen und damit der nicht einfach so rausfällt, haben wir hier diesen Chicken Stick und verhindern damit, dass der Loop rausgeht. Damit das verhindert wird, nehmen wir jetzt den Chicken Stick und packen den hier einmal durch dieses Loch durch. Jetzt können wir halt alles machen, aber wir können den Kite jetzt nicht so vom Körper trennen. Vorerst. Wir sehen jetzt hier nochmal solche Ösen und da packen wir die Leash rein. So. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Bar an und das Sicherheitssystem.
Es gibt drei Sachen, die ihr machen müsst in einer Notsituation, um den Kite von eurem Körper zu trennen. In einer Situation, wo ihr euch, wo ihr das Gefühl habt, den Kite nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Das allererste, was ihr macht, ist einfach nur die Bar loszulassen. Wenn Druck auf dem Kite ist, wird die Bar einfach nach oben schießen. Das führt dazu, dass weniger Druck im Kite ist und der Kite nicht mehr so stark am Ziehen ist. Wenn ihr dann merkt, dass ihr euch immer noch irgendwie unwohl fühlt oder in einer gefährlichen Situation seid, gibt es hier das sogenannte Quick Release. Dieses Quick Release, es gibt im Prinzip nur zwei gängige Methoden für so ein Quick Release, wie man das öffnet. Bei diesem Hersteller ist das so, dass ihr den Kite von eurem Körper trennt, indem ihr hier dran einfach nur dreht. Und jetzt bei der Drehung öffnet sich, ich zeige das nochmal. Also, wir haben hier den Chicken Loop. Nur indem ich drehe, und es ist egal, ob ich nach rechts oder nach links drehe, öffnet sich hier das Sicherheitssystem und ihr seht, dass sich plötzlich dieser Ring geöffnet hat. Wenn jetzt noch immer Zug auf dem Kite ist, wird der Loop einfach aus dem Trapezhaken rausfallen und der Kite fällt dann in seine letzte Leine, in die Safety hinein. Das bedeutet, wenn jetzt noch Zug drauf ist, wird sich diese Leine hier rausziehen und der Kite wird wirklich sofort vom Himmel runterfallen und komplett drucklos sein. Wenn ihr jetzt immer noch der Meinung seid, dass ihr in einer gefährlichen Situation seid, habt ihr die Möglichkeit, den Kite komplett von eurem Körper zu trennen, indem ihr jetzt den allerletzten Sicherheitsmechanismus betätigt und dann habt ihr hier nochmal so ein System. So, und jetzt könnt ihr sehen, ich bin komplett vom Kite getrennt. Wir üben das jetzt einmal kurz an Land und wenn das Gleiche nochmal im Wasser wiederholen. Okay, jetzt kannst du als erstes die Leash hier vorne einmal reinhängen. Ist egal, ob von oben oder von unten, spielt keine Rolle. Okay, jetzt kannst du diesen Loop in deinen Trapezhaken hineinstecken und damit er nicht rausfällt, mit dem Chicken Stick sichern. Das ist einfacher, wenn du den einmal ziehst und dann reinsteckst. Okay, jetzt bist du mit dem Kite fest verbunden. Jetzt kannst du die Bar mal festhalten, als ob du jetzt quasi im Wasser wärst. Und ich werde jetzt mal ein bisschen Druck aufbauen. Okay, jetzt gibt es diese drei Sicherheitsmechanismen. Wenn ich eins sage, lässt du die Bar los. Ich ziehe ein bisschen da dran, ja? Okay, eins, so. Wenn du jetzt immer noch das Gefühl hast, dass der Kite irgendwie an dir anziehen ist, was machst du dann? Drehen. Okay, dreh mal. Jetzt fällt der Kite in die Safety rein. Okay, jetzt willst du den Kite vom Körper trennen. Zieh. Okay, und jetzt bist du komplett vom Kite getrennt. Wir wiederholen das Gleiche jetzt noch einmal an Land und dann können wir ins Wasser gehen. Jetzt den Kite starten, indem Tordis den Kite gleich richtig aufstellen wird. Ich werde zum Windfensterrand rüberlaufen und dann, Windfenster haben wir gar nicht erklärt, scheiße. Ja. Bevor wir jetzt den Kite starten, will ich euch kurz das Windfenster erklären. Das Windfenster ist genau der Bereich, in dem wir den Kite fliegen können. Wir wissen jetzt, dass der Wind aus dieser Richtung kommt und dahin rüber geht. Wir haben jetzt, wenn wir uns jetzt mal umdrehen, das Windfenster, wir haben einmal so ein Uhrzeitensystem. Das bedeutet, hier oben ist der Zenit, das ist 12 Uhr. Und wir können den Kite einmal nach da rüber lenken und auch auf diese Seite rüber lenken. Das ist ein Bereich, in dem der Kite keinen richtigen Druck hat und in dem wir auch nicht fahren können. Dann haben wir, wenn wir uns das Windfenster anschauen, also wir haben hier das Uhrzeitensystem und dann, wenn wir den Kite nach vorne lenken, haben wir hier oben eine Softzone und umso tiefer wir ihn lenken, dann kommt er halt in die Powerzone. Das bedeutet, umso tiefer wir den Kite runterlenken, umso mehr Kraft wird er entfalten. Das nur mal kurz zur Theorie, das wird gleich viel leichter zu verstehen sein, wenn wir erstmal im Wasser sind und den Kite fliegen. Gestartet wird der Kite im Windfenster ran. Das bedeutet, ich drehe mich noch mal kurz um und das bedeutet, wir können den Kite entweder hier rechts oder hier links starten. Nicht hier vorne in der Powerzone. Mal sein, dass wir eine größere Distanz zwischen uns haben. Dadurch, dass wir im Wind stehen, müssen wir mal ziemlich laut schreien, um uns irgendwie zu verständigen. Es gibt aber drei Zeichen, die ihr kennen müsst. Das erste Zeichen ist dieses hier. Das bedeutet für den Starthelfer, was du jetzt gleich sein wirst, dass sie den Kite aufrichten wird, damit ich den Kite starten kann. Jetzt kann es sein, dass sie den Kite aufrichtet und ich feststelle, dass irgendwas mit den Leinen nicht stimmt und ich den Start abbrechen muss. Und dann macht man halt dieses Zeichen. Und dann weiß sie, dass sie den Kite einfach mal wieder auf den Boden legen soll. Das letzte Zeichen um den Kite, damit dass sie weiß, wann sie den Kite loslassen soll, ist einfach nur den Daumen so zur Seite. Und dann, das ist halt das Zeichen für dich. Einfach du musst den Kite auch nicht hochwerfen oder so, sondern einfach nur loslassen.
und ich ziehe den hoch. Das vierte Zeichen, jetzt einmal vorab, Kite landen, wenn ihr zurück an Land wollt, müsst ihr einmal so machen, also irgendwie, dass euch jemand anschaut, euch irgendwie auffällig machen oder sowas, und dann einfach mal so machen, dann wirst du schon sehen, dass irgendjemand zu deinem Kite hinläuft, um den Kite anzunehmen. Okay, ich zeig dir jetzt mal, ich werde jetzt gleich rüberlaufen und du musst den Kite einmal richtig aufstellen. Der Wind kommt aus dieser Richtung und geht hier rüber. Du nimmst den Kite, eine Hand hier und eine hier. Und das Einzige, was du machen musst, ist jetzt den einmal so hochzuheben. Jetzt gehst du nach links rüber und hältst ihn dann hier mit den Händen fest. Mehr brauchst du überhaupt nicht machen. Und du brauchst keinerlei Kraft dafür. Ich leg den jetzt einmal hin und du wiederholst und machst das auch mal. Okay. Jetzt zwei Schritte nach links. Genau. Okay, so. Und jetzt wartest du einfach nur, dass ich einmal so mache und dann lässt du den Kite einfach los. Du wirst halt merken, umso weiter ich zum Windfenster ran rüberlaufe, umso weniger wird das Tuch hier so am Flattern sein. Und das erkläre ich dir später nochmal im Wasser. Wenn das Tuch nicht mehr am Flattern ist, dann ist der Punkt gekommen, um den Kite zu starten, weil dann ist der Kite auch wirklich steuerbar. Okay, legst den Kite wieder auf den Boden. Einfach nur, damit hier nichts schief geht, ist der Kameramann jetzt am Kite nochmal geblieben, um ihnen das nochmal gleich zu zeigen und den Kite festzuhalten, falls irgendwie was schief gehen sollte. Auch hier das Sicherheitssystem, was ich gerade eben erklärt habe. Wenn ihr beim Starten irgendwie feststellt, dass ihr den Kite, dass irgendwas bei dem Starten des Kites schief geht, diese drei Sicherheitsmechanismen auslösen. Bar loslassen, den Kite, das Quick Release öffnen und gegebenenfalls die Leash vom Körper trennen. Also, ich hake mich jetzt einmal hier ein. Okay, wir sehen, wie das Tuch jetzt am Flattern ist. Umso weiter ich jetzt in den Wind hineinlaufe, umso weniger wird das Tuch flattern. Und wir laufen jetzt noch weiter und beobachten dabei die ganze Zeit den Kite. Und noch ein Stück weiter. So, das Tuch fängt jetzt an, ein bisschen weniger zu flattern. Es wird jetzt immer besser. Wir laufen noch weiter. Jetzt hören wir, dass er... So, jetzt sehen wir, dass das Tuch nicht mehr am Flattern ist. Ich laufe noch ganz kleines Stück weiter. Ich kann jetzt leider nicht mit meiner Hand das Zeichen geben, um den Kite zu starten. Deswegen rufe ich mal einmal rüber. Okay, kannst loslassen. Einfach loslassen. Und der Kite steigt ganz langsam auf. Schau mal, hier sind gar keine Kräfte. Das ist ganz entspannt. Okay, wir fangen jetzt an mit der Flugschule und gehen mit dem Kite ins Wasser. Wir zeigen jetzt nochmal im Wasser, wie das Sicherheitssystem funktioniert. Also das erste war, einfach nur die Bar loszulassen. Die Bar schießt jetzt hoch und schau mal, ich habe hier jetzt gar keinen Druck mehr. Also ich kann jetzt einfach hier stehen. Das nächste war, Quick Release auslösen. Und jetzt fällt der Kite einfach vom Himmel runter. Sollte ich jetzt feststellen, dass ich immer noch vom Kite gezogen werde oder irgendwas passiert ist, kann ich jetzt hier die letzte Leine lösen. Mache ich jetzt nicht, weil ich sonst dem Kite hinterherlaufen muss. Tordis werden das Ganze jetzt mal wiederholen. Einmal raus. Du kannst hier schon mal festhalten. Komm auf den Kite, dass du noch 12 Uhr hängst. Okay? Ja. Jetzt hänge ich den Kite rein. Fixiere den. Sehr gut. Okay. Eins, zwei. Kite liegt jetzt im Wasser genau vor uns in der Powerzone. Wir müssen den Kite jetzt irgendwie wieder aus dem Wasser starten. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen den Kite nach rechts wandern oder nach links wandern. Und dann sind wir wieder genau im Windfenster ran, an der gleichen Position, wo wir den Kite gerade eben an Land gestartet haben. Wir entscheiden uns jetzt, den Kite in diese Position rüber zu lenken und den Kite dort zu starten. Das bedeutet, ich greife jetzt mit meiner rechten Hand diese Leine hier und nur indem ich ganz leicht dran ziehe, stellt der Kite sich langsam auf und wandert zur Seite rüber. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Im Windfenster angekommen, wird er sich jetzt einmal aufstellen. Und jetzt startet der gleich hoch. Jetzt sind wir genau im Windfenster ran. Und können ihn ganz langsam hochziehen auf 12 Uhr. Ob wir das Ganze auf der linken oder rechten Seite machen, ist vollkommen egal. Okay, jetzt übergebe ich dir wieder den Kite.
Wir starten jetzt mit der ersten Übung. Und zwar wird Tordis jetzt versuchen, den Kite nur auf 12 Uhr zu halten. Und dann werden wir die Übung erweitern, indem wir den Kite zu verschiedenen Positionen rüberfliegen und ihn dort versuchen zu halten. Das bedeutet, der Zenit ist genau über uns. Wir werden jetzt gleich versuchen, den Kite auf 1 Uhr rüber zu lenken und dann wieder zurück auf 12 Uhr. Von 12 Uhr auf 11 Uhr. Das bedeutet, wir starten mit dem Kite hier oben und werden dann langsam das Windfenster erweitern, indem wir nach rechts fliegen, beziehungsweise indem wir halt das Windfenster so öffnen und den Kite zu jeder Position rüberfliegen einmal. Und das Ganze machen wir langsam und kontrolliert. Was ihr jetzt bei Tordis sehen könnt, was sie richtig gut macht, ist, dass sie die Bar genau in der richtigen Position hält. Sie hat ein Gefühl dafür, wo der Druckpunkt für den Kite ist. Das bedeutet, wir haben hier diese Steuerlein. Und das hier, die Bar, dieser Bereich hier, funktioniert im Prinzip wie die Kupplung vom Auto oder wie das Gaspedal. Wenn man die Bar runterzieht, zieh mal bitte einmal runter, dann baut der Kite mehr Druck auf. Wenn man die Bar weiter nach oben schiebt, dann hängt die Steuerlein durch und der Kite ist nicht mehr richtig steuerbar. Das ist auch tatsächlich auch eins von diesen Sicherheitsmechanismen, die ich ja gerade eben erklärt habe. Lass mal die Bar los. Guck mal, die Bar wandert nach vorne und jetzt hat er deutlich weniger Druck. Ich ziehe die Bar einmal runter und er fängt an, richtig Zug aufzubauen. Okay, wir machen weiter. Und wie bei der Kupplung vom Fahrzeug gibt es einen Bereich, wo man die Bar halten muss und es genau richtig ist. Da muss man mit der Zeit ein Gefühl für bekommen. Sweet Spot. Der sogenannte Sweet Spot. Okay, auf 12 Uhr halten. Machst du gut. Echt gut. Ja. Nicht schlecht. Okay. Meinst du, du kannst den Kite auf 1 Uhr? Ja. Ja, geht schon auf 1 Uhr. Okay, Bar nach vorne. Loslassen, loslassen. Okay. So, jetzt versuchst du den Kite mal langsam zu starten. Du greifst mit der rechten Hand die linke Leine. Genau. Jetzt ziehst du ein bisschen, dass der Kite anfängt zur Seite rüber zu wandern. Ja, ein bisschen mehr. Mit der rechten Hand, nicht mit der linken. Genau. Loslassen. Aufsteigt, versuchst ihm ein bisschen Leine zu geben, dass er wieder durchrutscht. Ja, perfekt, perfekt. So, machst du richtig gut, richtig gut. Und jetzt greifst du die Bar und hängst ihn langsam auf 12 Uhr wieder hoch. Sehr schön. Das hast du richtig gut gemacht. Ohne Scheiß jetzt. Nicht rum. Nee. So rum. Rechte Hand dahin. Okay, und jetzt auf 12 Uhr hochhängen. Loslassen. Weil es ein kleines Luftloch einfach, Windloch. Ja. Starten wir den nochmal. Der Kite wandert jetzt rüber zum Windfensterrand. So ein bisschen Leine lassen. Sehr gut. Umso weiter rüber wandern lässt, umso leichter wird es gleich zu starten. Da muss man so ganz klein ticken, wie man startet. Sehr gut. Jetzt steht er. Sie weiß gar nicht, dass ich sie gerade filme, aber achtet mal auf die Bar. Sie weiß ganz genau, wann sie die Bar anziehen muss. Jetzt zum Beispiel, jetzt wieder ein Stück nach vorne. Sie hat ein richtiges Gefühl innerhalb von einer Stunde für den Kite bekommen. Und lenkt ihn jetzt richtig sauber durch die Uhrzeiten einmal durch.
kontrolliert und langsam, lenkt jetzt langsam wieder hoch auf 12 Uhr. Nacken geht's? Ja, ja, das passt. Ich habe gerade eine kurze Pause. Du machst es richtig gut. Du lenkst aber jetzt schon mit einer Hand den Kite. Ja. Richtig gut. Hast du ein richtiges Gefühl für den Kite bekommen, ja, ne? Wann du die Bar hochschieben musst und alles, ne? Ja. Richtig gut. So ein bisschen läuft das jetzt. Mega. Bar nach vorne. Sehr gut. Mega gut. Deutsche Meisterschaft in einem Jahr. Ey, aber wenn du irgendwann mal Profi wirst, dann will ich auch, dass jedem erzählt, dass ich dir das Kiten beigebracht habe. Du machst das super. Wir machen jetzt die nächste Übung. Bisher haben wir uns halt im Windfenster bewegt. Und zwar in diesem Uhrzeitsystem, also einfach nur hier. Und wenn wir den Kite runterlenken, haben wir einmal die Softzone und die Powerzone. Das bedeutet, umso tiefer wir den Kite lenken, desto mehr Kraft baut er auf. Die Übung, die wir jetzt als nächstes machen werden, wird es sein, den Kite in Achten am Himmel zu fliegen. Das bedeutet, wir müssen die Bar ein bisschen schneller einschlagen als zuvor und auch stärker einschlagen. Wir schauen uns jetzt mal den Kite oben an. Also, wir stellen den Kite auf 12 Uhr. Jetzt, das Ziel ist, wir fangen so an, fliegen kleine Achten oben. Und du wirst merken, wenn der Kite sich quer stellt, wird er halt Zugkräfte aufbauen. Siehst du das? Deine Aufgabe ist es, den Kite so zu fliegen später. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Du wirst merken, dass wenn der Kite sich so quer hinstellt, pass auf, so, wird er deutlich mehr Zug aufbauen. Und das werden wir Stück für Stück erweitern. Wenn du es hinbekommst, dass der Kite genau über uns diese Achten fliegt und sich wirklich aus dieser Position einmal querstellen und wieder zurückgeht, querstellen und wieder zurückgeht, dann wird es richtig spaßig, weil dann machen wir den Body Drag. Halt uns bitte fest. Das bedeutet, dass wir uns hinknien werden. Ich werde dich hinten am Trapez festhalten. Dann lenken wir den Kite einmal zur Seite und dann fliegen wir diese Achten und lassen uns vom Kite ziehen. Guck, so, so. Warte, warte, warte. Nochmal. Und nach vorne. Autofahren und Fahrradfahren. Okay. Links. Rechts. Links. Nochmal auf 12 Uhr. Nochmal auf 12 Uhr. Pass auf. Du brauchst nicht so paddeln, sondern nur rechts, links, okay? Also, noch auf 12 Uhr einmal stellen. Okay, und los. Rechts, links. Rechts, links. Sehr gut. Und rechts. Und links. Merkst du, wie der anfängt zu ziehen? Ja. Okay.
sehr schön. Links. Pass auf. Du hörst nur mich. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Auf 12 Uhr. Pass auf. Pass auf, du lenkst nur genauso wie ich dir sage, okay? Und wenn ich nichts sage, hältst du einfach die Position von dem Bar. Also 12 Uhr. Langsam auf 12 Uhr positionieren. Links, rechts, links, vertrau mir, rechts, links, hey, auf mich hören, ja. Auf 12 Uhr zurück. Hey. Hey. Auf 12 Uhr. Ja. Ellbogen an den Körper ran. Wie lange soll ich das filmen? Jetzt, das war auf 12 Uhr. Links, rechts, weiter, links. Lass dich nicht los. Okay. Links. Rechts. Nochmal auf 12 Uhr. Okay, und? Links. Rechts. Links. Rechts. 12 Uhr. Rechts. Perfekt. Links. Sauber. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Denk den Kite. Links. Kite Film. Rechts. Links. Rechts. Links. Ja. Rechts. Perfekt. Links. Rechts. Du hörst nicht auf mich. Komm nochmal. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Wir knien uns jetzt beide hin. Ich mache meine Beine, weil ich vorne bin, auseinander. Du machst deine Knie zusammen. Ja. Ich werde den Kite jetzt einmal auf 11 Uhr rüber lenken, also dahin, ja. Und lenke den einmal runter in die Powerzone. Aha. Wenn ich jetzt sage, lehnen wir uns beide nur nach vorne und du streckst deine Beine aus. Und dann lassen wir uns ein paar Meter nur ziehen, okay? Ja. Und dann kannst du auch die Hände dann dabei ausstrecken. Also, pass auf. Kite ist im Zenit. Kite lenke ich auf 11 Uhr. Jetzt lenke ich den runter und jetzt nach vorne legen. Voll einfach. Ja. Die Vorübung, die wir gerade eben gemacht haben, ist halt dazu da, dass wir, wenn wir jetzt gleich den Body Drag machen, wenn du den Kite von 11 Uhr einmal runterlenkst und dann vor dir die Achten fliegst, dann werden wir nämlich ganz gerade durchs Wasser gezogen. Wir wollen aber gar nicht so weit kommen. Also das heißt, wir lenken den Kite jetzt einmal auf 11 Uhr, du lenkst ihn einmal runter und dann sage ich, wenn ich links sage, lenkst du wieder nach links. Wir machen nur zwei Schläge. Machst du die und ich halte mich fest, oder? Nee, du machst die und ich halte mich bei dir hinten fest. So, ich übergebe jetzt mal den Kite wieder an dich. Jederzeit loslassen. Oder den Kite Bar nach vorne. Oder einfach den Kite auf 12 Uhr lenken. Dann hat er auch keine Kraft mehr. Wie gesagt, wenn du dich unwohl fühlst, einfach die Bar loslassen. Ich werde dich die ganze Zeit hinten festhalten. Dann brauchst du gar keinen Kopf machen. So. Okay, Kite auf 12 Uhr. Hinknien, die Beine auseinander, so fliegt die Eier. Okay, auf 12 Uhr. Der ist ein kleines Problem. Den Arm ein bisschen ranziehen. Und jetzt nach rechts runter und links. Und nach vorne. Links. Rechts. Links. Okay, und auf 12 Uhr. Du hörst auf mich und wenn ich sage loslassen, lässt du los, oder wenn ich sage auf 12 Uhr, dann auch wirklich auf 12 Uhr lenken. Wir brauchen nur zwei Schläge, zwei saubere Schläge, und dann fangen wir an mit dem Brett zu üben. Also Kite auf 12 Uhr. Hinknien. Kite auf 11 Uhr. Und nach rechts, nach vorne nehmen. Links. Rechts. Und auf 12 Uhr. Okay, Kite auf 12 Uhr. Hinknien. Kite auf 11 Uhr rüberlenken. Und jetzt rechts, nach vorne lehnen. Links. Links einschlagen. Rechts. Links. Rechts. Links.
auf 12 Uhr! Ey, perfekt. Hat die richtig gut gemacht. Wir werden jetzt mit dem Wasserstart anfangen. Für euch super wichtig. Unter dem Video findet ihr zwei Links mit Übungen zum Wasserstart. Das sind Videos, die irgendwie jeweils 20 Minuten dauern. Schaut euch dieses Video kurz an und kommt dann zurück zu diesem Video, weil ihr dann viel mehr Theorie habt als das, was ich euch jetzt in diesem Video zeigen werde. Also, wir werden jetzt den Wasserstart machen. Dazu muss ich einmal kurz den Kite erstmal übernehmen. Kite auf 12 Uhr. Jetzt gibt es eine kleine Vorübung, die wir zum Wasserstart machen. Und zwar ist es der Power Dive. Wir lenken den Kite auf 12 Uhr. Jetzt setzen wir uns auf den Hintern, Beine nach vorne. Wir wollen jetzt theoretisch nach links starten. Wir haben den Kite auf 12 Uhr. Lenken wie gerade eben beim Body Drag. Einmal kurz den Kite runter und werden dann mit dem hinteren Fuß aufstehen und es nach vorne fallen lassen. Ich mache das jetzt mal vor. Also, beide Füße, Ellbogen sind an den Knien dran. Wir lenken jetzt den Kite. Moment. Wir lenken den Kite jetzt einmal nach rechts rüber auf 1 Uhr. Jetzt lenke ich den langsam runter und lasse ihn von dem Zwing. Und so lasse ich mich jetzt weiterziehen. Und jetzt wieder auf 12 Uhr hochlenken. Eine leicht abgewandelte Methode davon. Kite auf 12 Uhr. Hinsetzen. Wir haben beide Beine jetzt schon im Wasser drinne. Und konzentrieren uns, dass wir mit dem, wenn wir nach links fahren wollen, stehen wir mit dem rechten Fuß auf. Also, Kite auf 12 Uhr. Ich lenke den Kite auf 1 Uhr rüber, lenke den jetzt runter und stehe mit dem hinteren Fuß langsam auf. Und lenke den Kite hier hin und hier halte den Kite jetzt. Wenn man das mit dem Board hinbekommt, dann fährt man. Nur damit du es weißt, weil du so talentiert bist, den Kite, wenn du losfährst und wieder zum Stehen kommen möchtest, musst du den Kite auf 12 Uhr lenken. Okay? Ja. Also, wir machen jetzt erstmal diese eine Vorübung und danach gehen wir aufs Board drauf. Dadurch, dass es jetzt hier so flach ist in der Lagune, werden wir jetzt zunächst die Übung machen, wo du dich nicht ins Wasser schmeißt, sondern du versuchst einfach nur, den Kite runterzulenken und mit dem hinteren Fuß aufzustehen. Ja. Und dann läufst du ein bisschen dem Kite hinterher. Also du läufst nicht komplett zur Seite, sondern ein bisschen auf den Kite zu, okay? Okay. Also, Kite auf 12 Uhr. Ja. Kite auf 12 Uhr. Hinsetzen. Knie anwinkeln. Okay, Kite nach rechts lenken. Jetzt nach links. Nicht so doll und aufstehen. Sehr gut. Das wiederholen wir jetzt. Jetzt nach links. Und jetzt aufstehen. Sehr gut. Das war gut. Das steigern wir jetzt langsam. Okay? Ja. Konzentrier dich darauf, mit dem hinteren Fuß aufzustehen. Kite auf 12 Uhr. Aufstehen. Dann wieder zu doll. Bleib direkt dort und wir machen da weiter. Setz dich da jetzt bitte hin. Auf 12 Uhr den Kite. Das war ein bisschen zu spät von der Klinge. Ja. Ein bisschen zu weit. Sauber. Wenn du so gleich auf dem Board machst, dann fährst du. Wiederhol das bitte nochmal. Den Kite falsch. Also, Kite auf 12 Uhr. Ich lenke kurz nach rechts. Ja. Jetzt nach links. Jetzt mit dem hinteren Fuß aufstehen. Und da den Kite aus und jetzt hinterherlaufen. So hinterherlaufen. Und was du machst, du lenkst ihn runter. Jetzt stehst du auf und jetzt lenkst du den Kite wieder nach rechts. Kite auf 12 Uhr. Bar ranziehen, ein bisschen mehr. Langsam auf 12 erstmal lenken. Okay. Jetzt rüber auf 1 Uhr lenken. Und nach links. Und jetzt aufstehen. Und hinterherlaufen. Ja, weiter so. Weiter. Okay, und auf 12 Uhr zurückkommen. Und jetzt aufstehen. Und laufen. Genau, perfekt.
Also, wir machen jetzt nichts anderes als das, was du gerade eben gelernt hast, nur mit dem Brett unter den Füßen, okay? Also, der Ablauf, wie gerade eben. Wir greifen mit einer Hand hier kurz das Board. Kite auf 12 Uhr. Wir setzen uns ins Wasser. Die Knie gehen an die Ellbogen dran und du steigst jetzt hier ins Brett ein. Okay? Aha. 10 anziehen. Das Brett soll nicht hier sein, das Brett soll so stehen. Okay, beide Knie sind angewinkelt. Ich werde den Kite jetzt einmal auf 1 Uhr rüber lenken. Dann lenke ich den Kite runter, werde das linke Bein strecken und das rechte bleibt angewinkelt und wir stehen mit dem rechten auf. Wir brauchen nur so einen kleinen Impuls wie gerade eben, um zu fahren. Also, Kite rüber auf 1 Uhr, jetzt lenke ich runter. Jetzt stehe ich auf. Und das reicht. Weiter brauchst du nicht kommen. Ich wiederhole das nochmal. Also, Kite auf 12 Uhr. Das Board ist, steht so im Wasser. Kite rüberlenken auf 1 Uhr. Kite nach links lenken. Und jetzt aufstehen. In der Zone fahren wir. Wenn der Kite zu tief ist, baut er zu große Kräfte auf. Das merkst du, wenn du so impulsiv runterlenkst und er geht zu steil runter. Ja. Dann wirst du übers Brett gezogen. Ja. Wenn du ihn nicht tief genug lenkst, dann ist er zu weit oben in der Softzone und baut nicht genug Druck auf. Wir müssen ihn irgendwie so auf 45 Grad hinbekommen. Okay. Was wir jetzt versuchen, um das mal zu vereinfachen, wir haben gerade eben das so gemacht, dass wir erst nach rechts gelenkt haben und dann nach links runter. Wir lassen jetzt mal, wir versuchen das jetzt mal, den Kite nicht nach rechts lenken, sondern nur nach links runter. Okay? Gib mal her das Brett. Das bedeutet, Kite auf 12 Uhr. Auf den Hintern. Mit den Füßen ins Brett rein. Ellbogen an die Knie ran. Und jetzt lenke ich nur links runter. Jetzt stehe ich auf. Und weiter musst du nicht kommen. Das reicht. Und der Kite ist in dieser Position, wenn du fahren willst. 2 Meter fahren, das reicht vollkommen aus. Jetzt aufstehen. Du hast so früh wieder hochgelenkt. Hättest du einen Tacken tiefer gelenkt, wärst du konstant bis zum Land rübergefahren. Nein, noch nicht. Auf 12 Uhr zurück. Erst lässt du die Arme wieder lang. Perfekt, tiefer lenken, tiefer. Mit dem
Power Drive ohne Brett. Habe ich dir ja gesagt, dass du, wenn du, sobald du fährst, genau, einfach auf 45 Grad lassen, du kannst das. Also das ist eben genauso auf. Gelaufen. Die Bar auch, genau. Du lässt die Bar so leicht einschlagen, dass der Kalt nicht zu tief ist, aber auch nicht zu hoch. Weil du lenkst ihn runter, dann kommst du ins Fahren und kommst nur zum Stehen, weil du den Kalt wieder zurücklenkst auf 12 Uhr.